Wir sind nicht die einzigen Bewohner dieser Welt. Die Geister sind unter uns. In jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Objekt. Sie suchen die Verbindung zu uns. Fühlen sie es? Unsere Vorfahren haben uns viele erstaunliche Geheimnisse hinterlassen. Es scheint, dass alle von ihnen Wissen, Kraft und Fähigkeiten besaßen, die unsere eigenen übersteigen. Ein solches Geheimnis ist der Schamanismus. Schamanismus gab es in verschiedenen Formen in fast allen Völkern der Welt. Eine alte Kultur, die auf der Einheit mit der Natur beruht. Sie wussten, wie man die Elemente zähmt, den Segen des Geistes erhält und ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ob es um die Aussaat, die Berufswahl oder die Heilung einer Krankheit ging, kein einziger Fall kam ohne den Rat eines Schamanen aus. Schamanen halfen den Menschen zu verstehen, dass sie ein Teil der Natur sind, ein Teil eines größeren, einheitlichen Organismus mit eigenen Gesetzen. Alles, was uns überliefert wurde, ist das Wissen, wie wir die Vorteile der Natur nutzen können, aber nicht, wie wir eine gemeinsame Sprache mit ihr finden können. Aber es gibt auch diejenigen unter uns, die mehr wissen, sehen und hören. Heute werden wir erfahren, wie die berühmteste und kraftvollste Schamanin Russlands und Europas mit den Geistern kommuniziert. Wer sind Schamanen? Eine Schamanin dient als Leiterin der Geisterwelt. Sie weiß, wie sie mit ihnen in Kontakt treten kann und die Geister wiederum können der Schamanin mitteilen, wo sie gewesen sind, was sie gesehen haben, was gerade passiert und wo. Das sind Dinge, die man sich nicht vorstellen oder erfinden kann. Manche verraten, wie man heilen kann, andere sagen uns das Wetter, wieder andere weisen uns den Weg. Andere helfen dabei, eine Seele aus der Welt von Erlik zurückzuholen, wenn eine Person bereits im Sterben liegt oder sogar tot ist. Heute ist die Aufgabe einer Schamanin dieselbe, sie muss Menschen und Geistern helfen, sich zu verbinden und Kontakt aufzunehmen. Dies geschieht im Rahmen eines schamanischen Rituals. Die Vorbereitung auf ein schamanisches Ritual ist sehr wichtig. Zuallererst bereitet die Schamanin ihren Verstand vor. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir manchmal so sehr in unseren eigenen Gedanken vertieft sind, dass wir nichts um uns herum wahrnehmen? Kein Wunder, dass nur wenige Menschen die Geister sehen können. Der Verstand muss still sein, um sie zu sehen. Kein einziger Gedanke darf ihn stören. Der Körper kann die Geister nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen. Es sind unsere Seelen, die sie sehen. Unterstützt wird dieser Prozess durch Tünbura, ein schamanischer Trance. Wenn die Schamanin mit einem Tambourin tanzt und zu diesem Tanz wird, kommt Stille. Dann verlässt sie ihren Körper und kommuniziert mit den Geistern. Es ist wichtig, sich zu überzeugen, dass die Geister mit dem Schamanismus einverstanden sind. Dazu wirft die Schamanin die Schlegel in die Luft und fragt, sind die Geister mit allem zufrieden? Wenn die Schlegel auf die Seite fällt, auf der der Geisthelfer abgebildet ist, lautet die Antwort nein. Dann muss die Schamanin alle Hindernisse aus dem Weg räumen und dafür sorgen, dass alle Teilnehmer des schamanischen Rituals dazu bereit sind. Schamanische Gewänder werden immer aus natürlichen Materialien und ausschließlich in Handarbeit hergestellt. Das Kostüm ist voll von interessanten Metallgegenständen, Glocken, dünnen Platten, Medaillons mit verschiedenen Bildern. All dies sind keine einfachen Ausschmückungen. Schamanen verleihen jedem dieser Gegenstände eine besondere Kraft. Sie werden Geister genannt, Helfer und Beschützer, die bei schamanischen Ritualen helfen. Das wichtigste Attribut einer Schamanin ist ihr Tambourin, das eine enorme Kraft hat. Man sollte während der Zeremonie dem Tambourin zuhören, damit kein einziger Gedanke zurückbleibt. Dann wird sie wahres Wissen erfahren und die Stimmen der Ahnen, Geister und Ayami hören. Das Tambourin bringt die Seele direkt in den Himmel. In jene Welten, in denen die Zeit nicht existiert. Wo ewige, kräftige Götter leben, die von der Höhe ihrer Weisheit und Kraft auf die Welt herabschauen. Für die Menschen. Manchmal wundern wir uns über ihre Handlungen, mischen sie aber nicht in ihr Leben ein. Und wo alles möglich ist. Um die Geister zu verzaubern und mit ihnen in Kontakt zu treten, kann ein Schamane verschiedene Dinge tun. Die erste besteht darin, die Geister respektvoll zu begrüßen und ein kleines Geschenk mitzubringen. Bei einem Schamanen können es Lebensmittel, Münzen oder Kona sein. Heute ist diese schamanische Tradition entartet und ihre Bedeutung vergessen. Die Menschen binden Bänder und Bäume, aber sie verstehen nicht, warum.
Das Ritual heißt eigentlich Kona. Kona verbindet eine Person mit dem Ort, an dem sie es gebunden hat. Auf diese Weise schaffen Schamanen oder wissende Menschen eine Verbindung mit einem Ort der Kraft. Was muss ein moderner Mensch tun, um ein Schamane zu werden? Man muss kein Schamane sein, um sich die Gunst der Geister zu verdienen. In erster Linie muss man Respekt vor der Natur haben. Es ist an der Zeit, zu den Wurzeln zurückzukehren. Der Mensch hat in Wissenschaft und Technik viel erreicht, aber er hat den Kontakt zu Geistern und Göttern verloren. Er hat die übernatürlichen Fähigkeiten verloren, die jedem Mensch innewohnen. Ein Mann, der Schamane werden will, muss sich zunächst einmal dafür entscheiden, Gutes zu tun, den Menschen zu helfen, und er muss damit beginnen, dies im Einklang mit seinen Fähigkeiten zu tun. Helfen Sie älteren oder behinderten Menschen, kultivieren Sie erhabene Gefühle, Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit. Dann wird er gute Geister zu sich ziehen, die ihm helfen, seine Fähigkeiten zu offenbaren, damit er mehr Gutes tun kann. Menschen heilen, sie auf den richtigen Weg führen, ihre Seele trösten und so weiter. Dann kann er anfangen, spirituelle Übungen zu machen, und die Fähigkeiten werden sich offenbaren. Und wenn er einen guten Schamanen findet, kann er ihm alles beibringen, was er braucht, und er kann auch ein Schamane werden. In der Vergangenheit war dieser Prozess einfacher, weil man mit der schamanischen Tradition vertraut war, schon als Kind die Geister fütterte, Ayami verehrte. Dies muss nun gelehrt werden. Man sollte viel Zeit in der Natur verbringen, in den Wäldern leben, weg von der weltlichen Welt sein, dann wird seine Sensibilität wachsen, sein Gut, die Kraft der Essenz, wird sich entwickeln und er wird ein guter Schamane werden können. In der Natur wird er den Geistern näher sein. Aber das Wichtigste ist die Stille. Die Unruhe der Gedanken hindert den Menschen daran, die Wahrheit zu verstehen, die feinstoffliche Ebene zu sehen und die Stimme der Geister zu hören. Geister sprechen durch Zeichen. Sie kommunizieren mit uns durch emotionale Gefühle, Zustände, die zu uns kommen. Um ein Schamane zu sein, muss man ihnen zuhören. Die Kraft der lebendigen Schamanentrommel ruft sie zu den Kraftorten. Trancepraktiken, Flüge in andere Welten, Kontakte mit uralten Zivilisationen und die Bestimmung der eigenen Berufung. Alles das finden Sie im nächsten Seminar. Seien Sie mit der Kraft. Seien Sie im Kraftort.